Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein feines Unboxing und zwar aus Japan, denn ja, ich habe mir ein Ichiban Kuji Paket erworben, so halt ersteigert. Und für die Leute, die nicht wissen, was zum Fick ist Ichiban Kuji, das sind im Wesentlichen diese Lotterien, die es in Japan gibt, wo du halt als Hauptpreis irgendwie eine geile Figur gewinnen kannst. Und in der Regel gibt es das halt von Dragon Ball. Auch in dem Fall ist es halt ein Dragon Ball Ichiban Kuji Set, nur halt keine Figuren. Denn ja, die meisten, die Sachen, die man halt mitkriegt von Ichiban Kuji, sind eben die Figuren. Allerdings gibt es halt auch immer Trostpreise und hier habe ich ein fettes Trostpreispaket erworben, wo halt die ganzen Preise von, ich glaube, I bis J oder so dabei oder H, irgendwie so dabei sind. Und ja, ich habe es für 1 Euro ersteigert. All das hier. Zumaßen, es kam noch 25 Euro Porto drauf. Ja, aber trotzdem, das, was hier drin ist, ist mehr wert als eigentlich 25 Euro. Und es ist halt die Ichiban Kuji-Reihe zur Dragon Ball Legends of the Film gedönst, hieß es, meine ich. Auf jeden Fall zu den Original Dragon Ball Z-Filmen. Und ja, ich würde sagen, ich rede nicht groß im heißen Brei, sondern schlitzt das Ding jetzt endlich mal auf. Ich muss da aber halt kurz erklären, was zum Kuckuck ein Ichiban Kuji ist, weil hier in Deutschland ist es, außer halt bei Figurensammlern, die sich damit aktiv beschäftigen, glaube ich, eher unbekannt. Und das Ding wurde halt auch so flott verschickt. Also ich habe, das wurde Montag verschickt und ist jetzt Standpunkt Freitag, der 23. da. Das ist natürlich sehr typisch Japan, alles 5, 6, 7 Mal verpackt. Ah, so. Wunderbar. Tada! Und ja, würde ich sagen, schlitzen wir hier mal auf. So, ich habe extra schon mein schönes Keramikmesser hergenommen, um das Ganze aufzureißen. So. So, und das kann weg und ihr seht schon, hier ist einiges drin. Und ja, womit sollen wir anfangen? Na, das hebe ich mir zum Schluss auf. Gucken wir erstmal, was hier drin ist, weil ich habe eine Vermutung, aber ich vermute, es ist sogar das Langweiligste aus dem Ichiban Kuji, was hierbei ist. Ah ne, nicht nur. Und zwar zum einen ist das hier, meine ich, ein Acrylaufsteller, der G-Preis. History of the Film, genauso hieß das Ichiban Kuji. Und das ist halt eine Nachbildung vom von einem der bekanntesten Szenen, wo halt so ein Goku Freezer so gegenübersteht. Lass mal sehen, ist es? Ja, das ist Acryl. Oh, geil. Allein solche Dinger, wenn du sie aus Japan importierst, zahlst du gerne mal 15, 20 Euro oder so. Wie gesagt, das ist, oh, schönes Acryl vor allem. Kann ich Deutscher auch einen Schreibhund abschneiden. Und ja, das ist halt nur dann eben nachgebildet von der Resurrection of F, zumaßen in meinen Augen einer der schwächsten Dragon Ball Filme, wo halt jetzt eine Golden Freezer versus Super Saiyan Blue Goku. Ich bin halt kein Fan von Blue. So, Blue war halt irgendwie so, ja, es war plötzlich da und das gefiel mir persönlich nicht. Aber hey, an sich geil. Ich bin zwar eher der Dragon Ball Figurentyp, aber come on, wie gesagt, ich habe 1 Euro bezahlt. 1 Euro plus eben 20 noch was Euro Porto. Und dann eben noch die Dinger, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Was genau das sind? Irgendwie Notizdinger? Aber ja, auch hier ordentlich viel mit halt unterschiedlichen Logos. Das sind jetzt die Haardinger. Ich öffne einfach mal eins.
ich zeige euch, ne, die Motive gibt's. Ich glaube, ich muss jetzt nicht jedes einzelne öffnen und ja, das ist, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Das ist irgendwie, um drauf zu schreiben und das, man kann es dann wegradieren. Scheinbar, das ist halt aus Gummi. Ich habe sowas noch nie zuvor gehabt. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das funktioniert. Falls einer Japanisch kann, hey, gerne übersetzen. Ich lasse mir wahrscheinlich. Beziehungsweise einer Freundin. Nicht wundern, ich habe gerade den Namen versehentlich geleakt, deswegen ist es jetzt gepiepst worden. Ja, das ist in dem Fall halt mit Red Ribbon und da sind halt ganz viele Dinger bei. Das ist halt jetzt wirklich nicht so spektakulär. Aber ab jetzt gibt es nur das coole Zeug. Denn was gibt es auch beim Ichiban Kuji ohne Ende? Handtücher mit verschiedensten Motiven. Ich weiß auch hier gar nicht, wie viele es sind. Ich habe zumaßen jetzt nicht alle Motive darin bekommen, aber fangen wir mal an. Also es sind halt Mini-Handtücher. In dem Fall, ne, hier mit Yanimba. By the way, großartiges Yanimba-Design. Ja, kann man hernehmen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, Hammer, aber nochmal Yanimba. Dann haben wir hier Gohan aus, ich glaube, Bio Broly. Ich meine, die Szene stammt aus Bio Broly. Ich muss gestehen, ich habe Bio Broly nie gesehen. Und das ist halt richtig mini, also ja, okay, halt ein Tuch. Nicht mehr, nicht weniger. Nochmal Gohan, nochmal Gohan. Dann haben wir zweimal Cooler. Das sind mehr als ich gedacht habe, weil tatsächlich nicht mit dabei stand, wie viele Handtücher. Ich habe nur 5 gesehen, aber darunter fand ich halt noch mehr. Ja, hier einmal Cooler in klein. Nochmal Cooler. Dann Son Goten aus, wie gesagt, ich vermute Bio Broly. Ich meine, dieses gemeinsame Kamehameha aus von Son Gohan und Son Goten war aus Bio Broly. Ja, halt in. Auch wieder Mini. Ist halt ganz cute. Und tatsächlich ordentlich viel sind nochmal Goten. Wen haben wir hier? Ah ja, und dann noch dreimal Beerus. Das heißt, mir fehlt mir fehlt leider von den großen, also von den größeren, groß kannst du es halt echt nicht nennen, fehlt mir eben jetzt die große Cooler, Turtles und Broly. Bin ich jetzt auch, zumaßen, Turtles hätte ich vielleicht noch gern gehabt, aber ja, Beerus ist mit am Start. Ist das geil? Ich denke ja. Und dann sind hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gläser oder Becher. Eins von beiden dabei. Und hier gibt es auch 6 Motive. Ich weiß nicht, welche ich bekomme. Dementsprechend, es wäre geil, wenn ich ein Komplettset kriegen würde. Die ich halt dann doppelt habe, gebe ich meiner Oma, weil die tatsächlich ganz cool von, als ich die Motive gezeigt habe. Und wie gesagt, ey, die Japaner, die übertreiben es aber auch mit der Verpackung. Machen wir mal. Ist aufs Kabel gefallen. Nicht gut. Machen wir mal. Ja, das ist ein Becher, denke ich mal. Wo ist mein Messer? Da. Und erstmal die 6 Motive, die es geben kann. So. Und das erste Motiv, was wir haben, ist. Okay, das ist cool. Ja, das ist ein Becher mit Turtles. Zumaßen, ich bin sehr zwiegespannt, was Turtles angeht, weil es halt einfach, ja, es soll Goku zeigen, wie was wäre, wenn er ein Saiyajin geblieben wäre. Aber ja, das ist so eine Sache. Da ist mein Messer. Finde ich schwierig, aber ich finde tatsächlich die Farben sehr, sehr geil. Dann als nächstes haben wir Broly. Sehr schön.
Zumaßen leider DBZ Broly und. Hoppala, meine Haare. Ging ja gar nicht. Zumaßen DBZ Broly und nicht Super Broly. Ich bin eher ein Fan von DB Super Broly, weil da hat es halt freaking Gogeta Super Saiyan Blue gebraucht, um ihn zu besiegen. Im Original Dragon Ball Z-Film von Broly hat es halt normaler Super Saiyajin gereicht. Also wurde er durch einen normalen Super Saiyajin besiegt. Das war so, fehlte mir so ein bisschen der Impact. Hinter dann, Glas Nummer 3 ist Son Goku. Oh, bei den ganzen Son Goku-Dingern kommt man ja auch durcheinander. Ja. Ah! Ups. Ihr habt nichts gesehen. Also bislang läuft's gut, ne? Noch kein Dupe. Ich meine, es wird ein Dupe geben, weil es gibt nur 6 Motive, aber. Nummer 4 mit dem richtigen Motiv. Und zwar. Ja, Nimba. Immer noch großartig freaking Design. Können wir bitte Nimba im aktuellen Kanon bekommen? Das wäre super. Und dann. Warte, hier unten habe ich noch 2. So, dann. 6 haben wir. Yes! Yes! Motiv Nummer 5. Das heißt, mir fehlt jetzt nur noch Gogeta als Motiv. Und dann habe ich alle Becher-Designs. Und ja, das ist halt Vater, Sohn und Sohn Kamehameha. Das war mein Spiel, Bro. Aber sorry, falls ich falsch liege und ja. Dann noch Nummer 6 ist. Der erste Dupe. Und zwar Broly. Jo. Komm schon. Ich liebe solche Mystery-Dinger. Ich bin manchmal froh, nicht in Japan zu leben, weil ich wäre so süchtig danach. Ich wäre so unfassbar süchtig nach diesen Ichiban-Kuji-Dingern. Das glaubt ihr gar nicht. Vor allem, wenn es Dragon Ball Ichiban-Kuji ist. Weil Dragon Ball ist einfach absolute Liebe. Drückt mir die Daumen, dass ich alle Motive kriege. Wäre halt geil. So, und... Yes! Booyah! Gogeta! Damit, ich weiß, ich habe alle 6 Becher-Designs. Ja. Yes, baby! Oh, Gogetas erster Auftritt. Großartig. Also, das ist eine Sache, die super beim Essen, wenn ich so geil rüberkam, Gogeta. Und dann, lass mal sehen, welches zweite Becher habe ich noch doppelt? Den ich eben weggeschossen habe. Son Goku. So. Booyah. Einfach nur freaking Booyah. Und ja, come on, das waren jetzt 8 Becher mit minimalistisch, aber geilen Designs. Einen Acrylaufsteller. Mehreren Tüchern. Ich weiß, sollen es Handtücher sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja doch, ich denke, das sollen Handtücher sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein paar Tücher, ne, klar. Und eben ein nicht enden wollender Stapel voller dieser kleinen Notizdinger, wo ich beim besten Willen nicht verstehe, wie genau sie funktionieren. Ich will mich aber auch nicht beschweren, weil, ja, das nimmt man mit, ne? Nimmt man mit, wie gesagt, hier jetzt mit Red Ribbon, also dem Nazi-Äquivalent, was zumaßen eigentlich merchandise-technisch irgendwie wieder fragwürdig ist, aber gut. Und ja, ich muss mich mal informieren, was genau die Dinger machen. Und das war's. Und ganz ehrlich, für 25 Euro kann ich mich hier wirklich beim besten Willen nicht beschweren. Ich hatte sie eben schon anklingen lassen. Normalerweise zahlst du gerne mal schon 15 bis 20 Euro, allein wenn du dir so ein Ding aus Japan importieren willst. Und ja, dann halt die ganzen Becher, die Tücher. Geiler Schnapper vor allem für mich als Riesen, wirklich Riesen Dragon Ball Fan.
Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo sowieso. Was haltet ihr von diesem Ichiban Kuji Unboxing? Würde mich sehr interessieren. Und bleibt mich für so lange. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr euch fragt, wo ihr denn Lektor dieses sexy Sakamoto Days T-Shirt her habt, schaut das Video vom letzten Dienstag. Also von dieser Woche Dienstag. Dort habe ich ein kleines Sakamoto-Paket ausgepackt. Und ja, wenn ihr nun noch Manga kaufen wollt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Dort sind meine Affiliate-Partner verlinkt. Wenn ihr über meinen Link kauft, kriege ich ein bisschen Kohle. Und ja, fließt halt in den Kanal unter anderem, damit ich auch euch mal sowas Obskureres vorstellen kann. War natürlich gekauft worden, weil ich was Cooles vorstellen wollte. Nicht etwa, weil ich süchtig bin nach Dragon Ball Merch oder so. Nein. Und ja, danke fürs Zusehen und ciao.